So, wir fahren jetzt gerade los aus Aurach in der Nähe von Kitzbühel und unsere heutige Tour geht auf den Hahnenkamm. Also die Tour werden heute 1400 Höhenmeter. Wir haben schon um 4:15 losgefahren, weil heute wieder über 30 Grad angesagt sind, damit wir der ganzen Hitze entgegen. Die ersten Kilometer geht es jetzt recht schön an den Bach entlang und vor allem teilweise im Schatten, was man jetzt schon zu schätzen weiß. Also es hat zwar jetzt eigentlich nicht einmal 20 Grad, aber die bis zu 15% Steigung treibt mir dann doch schon wieder einen Schweiß auf die Stirn. Also noch 1100 Höhenmeter haben wir am Pengelstein. So, weiter geht's zum Hahnenkamm. Da hinten ist das Kitzbühler Horn. Das ist so markant, das kennt sogar ich. Tja, eigentlich wollten wir da oben fahren, aber dann halt nicht. Dann fahren wir halt da oben. We'll be right back.
in Kitzbühel. So, jetzt kommen wir mit den letzten Kilometer noch zurück nach Aurach. Fazit zu der Runden. Der Uphill war ziemlich anstrengend, vor allem bei der Temperatur. Obwohl es anstatt die 1400 Höhenmeter, die in der Tourenbeschreibung waren, plus 1250 waren. Der Downhill über den Honeycomb Trail war saugeil. Also endlos geht er direkt vom Gipfel bis Kitzbühel runter. Also wirklich super. Und auch für Normalsterbliche wie uns gut fahrbar. Hat Spaß gemacht.